Herzlich willkommen bei Autark. In den letzten drei Sendungen haben wir Ihnen gezeigt, wie Energiewende-Technologie made in Germany produziert wird, wie sie hergestellt wird, welche Technologiekonzepte dahinter sind und welche Service und Qualität dahinter steckt. Wir haben also alle Technologie an Bord, um in Deutschland, Europa und der Welt die Energiewende zu machen. Hauskraftwerke, Stromspeicher sind das Instrument der Bürger, selber regenerativ Energie speichern und verwenden zu können. Also im Kleinen funktioniert es. Wie sieht es aber mit dem Großen und Ganzen aus? Wie sieht die Technik der Energiewende aus, wenn wir wirklich 100% regenerativ in der Bundesrepublik werden wollen? Diese Frage habe ich mit Uwe Lipprich besprochen. Uwe Lipprich kenne ich seit vielen Jahren. Er ist führender Wissenschaftler für Energiewendetechnologie in Deutschland. Wenn Sie sich in Deutschland schon mal mit Energiewende beschäftigt haben, dann ist Ihnen dieser Mann bestimmt schon mal über die Wege gelaufen. Uwe Lipprich, er war früher Chef beim Institut für Zukunftsenergiesysteme und ist jetzt Abgeordneter von der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes ans Umweltbundesamt. Herr Lipprich, wann war denn eigentlich Ihr Erweckungserlebnis für die Energiewende? Das liegt lange zurück. Das war schon in den 70er Jahren. Ich war damals schon gegen Atomenergie. Und muss so in Ihrer Sturm- und Drangphase der Jugend sozusagen. Ja? Ja, das war schon. Man wurde natürlich damals politisch sozialisiert durch unterschiedliche Einflüsse. Atomenergie war einer der Einflüsse. Und aber nur dagegen zu sein, hat mich auf Dauer nicht zufriedengestellt. Ich habe gedacht, ja, das ist auf jeden Fall schon mal richtig, dagegen zu sein. Diese Technologie kann man nicht verantworten. Aber was ist die Alternative? Und dann fing man an zu suchen und zu schauen, was gibt es dann schon an Veröffentlichungen, an Überlegungen, an Gedanken, an Instituten. Und so ging das dann weiter. Das heißt, je schärfer man fragte, ja, desto tiefer musste man eindringen in die Materie. Und ich muss sagen, Energiewende, das Wort gab es ja damals noch nicht. Das war 1980. erfunden vom Öko-Institut in Freiburg seinerzeit mit der ersten Publikation, die genau so hieß, Energiewende. Cool. Also insofern habe ich vor der Energiewende mich schon für Energiewende interessiert. Ohne es zu wissen, dass es die Energiewende ist. Ja. Wie haben Sie es denn für sich bezeichnet? Erstmal Ausstieg aus Atomenergie. Das war das Leitmotto. Eine andere Energieversorgung raus aus Atomenergie. Und dafür braucht man erstmal noch kein Wort. Für Dreisat, für das Wissenschaftsmagazin Nano, habe ich mit Herrn Lipprich viele Interviews gedreht und wir haben viele Varianten gezeigt, wie könnte Energiewende funktionieren. So, Sie wissen alles über die Energiewende, wie es technisch funktionieren kann. Nur politisch funktioniert es nicht. Frustriert Sie das? Ich weiß auch nicht alles, was man technisch machen kann für Energiewende. Das ist ja das Schöne. Energiewende ist auch ein Entdeckungsprozess. Es gibt viele Dinge, die wussten wir noch nicht vor 5 Jahren. Die haben sich jetzt entwickelt durch neue Fragestellungen. Wir wissen mittlerweile, dass in einem Zukunftsenergiesystem Wind und Solar eine überragende Rolle haben, was mit sich bringt, dass alles drumherum sehr flexibel gestaltet werden muss. Da muss man gucken, welche Möglichkeiten habe ich denn? Da fallen einem zunächst mal Speicher ein, aber wir haben auch Anlagen, die man flexibel fahren kann, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen beispielsweise. Also diese Dinge zu entdecken, ist auf der technischen Seite, denke ich mal, noch eine sehr dynamische Bewegung, die wird uns auch in Atem halten in den nächsten Jahren. Was die politischen Rahmenbedingungen anbelangt, ist in der Tat so, muss Entwicklungen und Dynamiken auch zulassen. Und wir hatten ja eine schöne Ausbaudynamik, gerade bei Photovoltaik, aber auch bei Wind. Wir hatten im Grunde einen Pfad, wo man sagen konnte, ja, jetzt geht es schnell voran. Und da hat man das Gefühl, diese Dynamik ist erstmal abgebremst worden. Es ist in der Tat so, dass Politiker möglicherweise Angst vor der eigenen Courage bekommen haben, weil die Energiewende ja sehr dynamisch vorangegangen ist. Man hatte vielleicht Angst, das nicht mehr im Griff zu behalten. Deswegen kann man sagen, Dynamik ist abgebremst. Was besonders schade ist, weil wir hatten ja eine ungeheure Dynamik beim Ausbau der Photovoltaik, beim Ausbau der Windenergie, beim Organisieren drumherum. Und insofern hatte man schon auch, denke ich, die Hoffnung, dass man relativ schnell zu einem sehr hohen Niveau an erneuerbaren Energien kommt. Das ist zurzeit eher unwahrscheinlich. Die Ziele, die wir haben, die Ausbauziele, sind nicht so, dass man diese Dynamik wieder entfachen könnte, was ich persönlich sehr schade finde, weil wir brauchen natürlich einen weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, gerade deshalb, weil wir im Stromsystem ja nicht aufhören können.
Stromerzeugung ist das eine, aber wir haben andere Sektoren, nämlich den Verkehrssektor, nämlich den Wärmebereich, wo wir noch weit davon entfernt sind, unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Das heißt, auch da brauchen wir erneuerbare Energien und da wird Strom einen großen Beitrag leisten. Deswegen müssen wir ja sehr viel mehr an erneuerbaren Energien ausbauen, als das bisher in der Agenda in Berlin vorgesehen ist. Ich schimpfe ja immer auf die Bundesregierung und sage, ja, da hat sich die alte Lobby der Industrie durchgesetzt und das sind alles Anti-Energiewende-Gesetze. Der Lobby-Einfluss mag sicherlich eine große Rolle bei den Gesetzen spielen. Ich kenne aber nach Interviews auch mit Herrn Gabriel auch seine Position. Ich kenne auch viele andere Politiker, die gegen die Energiewende in meinen Augen agieren. Und ich glaube denen zumindest ein Stück bei der Position, dass die sich in der Tat nicht vorstellen können, dass 100% erneuerbar machbar ist. Da bin ich nicht sicher. Also ich hatte zumindest 2010 das Gefühl, dass bei allen Parteien im Bundestag die Botschaft angekommen ist, es wird erneuerbar. Und die einzige offene Frage ist noch die, wie schnell geht das? Und das in der Tat so, dass durchaus Lobbys am Werke sind, die ein Interesse daran haben, die bestehenden Strukturen noch ein Stück weit zu nutzen, die bestehenden Kohlekraftwerke noch etliche Jahre auszulasten, damit das Tempo aus der Energiewende rauszunehmen. Aber dass Politiker heute noch der Ansicht sind, wir könnten ein Energiesystem ohne erneuerbare Energien oder auf der Basis von erneuerbaren Energien ersetzen durch ein anderes System auf fossiler Basis oder gar nuklearer Basis, das glaube ich nicht, dass das heute noch eine Meinung ist. Warum wird dann das alte System so offensiv konserviert? Da spielen sicherlich Wirtschaftsinteressen eine große Rolle. Wenn Sie ein Kraftwerk haben, was noch funktioniert, was noch Strom erzeugen kann, haben Sie das Interesse, so lange dort Strom zu erzeugen, ja, wie das Kraftwerk das hergibt. Und wollen diesen Strom auch nicht ersetzen, weil Sie verdienen damit Geld. Also das Interesse ist durchaus nachvollziehbar, ist irgendwo auch legitim, aber da muss die Politik natürlich entscheiden. Und die Politik hat sich selber Klimaschutzziele gegeben für 2020, 2030, 2050 und sie muss dann auch liefern. Und das Liefern, sprich die Umsetzung, die Realisierung der Klimaschutzziele, wird man nur dann erfüllen können, wenn man erneuerbare Energien ausbaut und die fossilen Energien auch verdrängen. Von da ist ganz klar, dass natürlich die Geschäftsinteressen der fossilen Wirtschaft da ein Stück weit auf der Strecke bleiben. Es gibt viele Argumente auch gegen die Energiewende. Ein Argument, was immer wieder gebracht wird, ist, die Fragen der Netzstabilität bei 100% erneuerbar sind heute nicht geklärt. Ist das so? Wir haben noch nicht 100%. Es gibt auch kein Land, das 100% schon hätte. Es gibt aber durchaus sehr ernstzunehmende Aussagen von Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland, die sagen, 80% wäre kein Problem. Und da sind wir noch sehr weit von entfernt. Wir haben gemerkt in den letzten Jahren, dass man im Netzbereich sehr viel mehr tun muss, um die Versorgungssicherheit zu garantieren und die Netzstabilität aufrechtzuerhalten. Aber diese Aufgaben hat man mit Bravour gemeistert. Das sind Herausforderungen, die gerne angenommen wurden und auch bestanden wurden. Also insofern ist mir da überhaupt nicht bange. Wir haben so viele findige Ingenieure, so viele junge Leute auch, die diese Aufgabe als Herausforderung begreifen, dass ich nicht sehe, dass wir da Probleme laufen könnten. Wir können auch alle Fragen der Netzstabilität heute noch nicht geklärt haben, weil wir mit der ganzen Entwicklung noch gar nicht so weit sind. Wir haben jetzt immerhin ein Drittel der Stromerzeugung durch Erneuerbare. Wind und Photovoltaik, also die fluktuierenden erneuerbaren Energien, werden immer dominanter. Und wir haben aber schon Netzbereiche, wo wir deutlich mehr fluktuierende Erneuerbare im Netz haben. Und auch da gibt es keinen Blackout. Auch da kann man die Situation beherrschen. Und das sind sogar die Netzbetreiber, die sagen, das ist auch spannend, das zu machen. Das ist eine Herausforderung. Wir bestehen die aber. Das heißt, an diesen Netzbetreibern können sich andere, die möglicherweise Bedenken haben, durchaus ein Beispiel nehmen und da mal genauer hingucken. Es gibt eine ganz irre Entwicklung in den vergangenen Jahren. Ich hoffe, die Information stimmt, aber ich habe es jetzt schon mehrfach gelesen und gehört, dass die Netzstabilität in den letzten Jahren zugenommen hat. Das ist richtig. Es gibt ja einen Kennwert für Versorgungssicherheit in Deutschland. Das ist der Stromausfall pro Kopf und Jahr. Und wir lagen ohnehin schon immer weltweit mit an der Spitze. Jetzt liegen wir an der Spitze. Und dieser Wert ist gesunken ungefähr von 18 Minuten pro Kopf im Jahr auf 12 Minuten pro Kopf und Jahr.
Das heißt, wir sind noch besser unterwegs. Was auch daran liegt, dass die Netzbetreiber heute deutlich aufmerksamer sein müssen. Ja, sie müssen schauen, was gibt es für Entwicklungen, was kann sich kurzfristig ändern und müssen darauf eingestellt sein, reagieren können. Wir haben das bei der Sonnenfinsternis erlebt. Ja, innerhalb von ein paar Stunden, ja, eine sehr große Leistung zu reduzieren und dann wieder hochzufahren, das muss man beherrschen. Und das hat geklappt, es gab kein Problem. Also insofern, ja, es ist mehr zu tun, es ist deutlich anspruchsvoller geworden, aber wir beherrschen das. Thema Netzstabilität bleibt auf alle Fälle ein Thema. Ich kenne die Firma Nordgrün, die machen inzwischen Folgendes, die verteilen Windstrom für die Netzstabilität. Also inzwischen gibt es sogar Produkte im Energiesektor, wo erneuerbare Energie tatsächlich das Netz stabilisiert. Das hätte man wahrscheinlich als allerletztes gedacht. Ich war doch ein bisschen früh, hängt vom Einzelfall ab, aber die Königsdisziplin für Windstrom ist eigentlich Kohlestrom zu verdrängen. Und wo immer das möglich ist, sollte das auch gemacht werden. Einer der zentralen Argumente gegen die Energiewende ist immer zu sagen, es ist volatile Energie, indem man sagt, das schwankt, wir können die sogenannte Grundlast nicht wirklich abdecken. Manche sagen, Grundlast gibt es gar nicht mehr, es gibt nur noch Spitzenlast. Es gibt Residuallast, wie der Fachmann sagt. Es geht nur noch um den Rest. Wir haben eine Nachfragelast und von der ziehen wir die Einspeisung von Wind und Solar ab. Und dann bleibt ein Rest. Dieser Rest ist natürlich ein Gezappel. Und da haben Sie keine Grundlast mehr. Grundlast ist eine nachfrageseitige Kategorie. Wir haben viele Verbraucher in Deutschland, die aufaggregiert ein bestimmtes Stromband brauchen. Es hat niemand jemals gesagt, dass man diese Nachfragegrundlast mit einem Grundlastkraftwerk abdecken muss. Sondern das ist jetzt eine Kombination von Kraftwerken und von Anlagen, die diese Nachfragelast abfährt und bereitstellt. Deswegen spricht man von Residuallast, also in der Tat ist Grundlast da ein Begriff von gestern und wird heute auch immer weniger verwendet. Viele sagen ja, erneuerbare Energie ist Zappelstrom. Es ist ohne Zweifel ein Strom, der sich erstmal verlassen muss auf die Windbedingungen und die Einstrahlbedingungen der Sonne. Aber damit kann man ja umgehen. Ich glaube, ich bin vor 30 Jahren das erste Mal gefragt worden, ja, was ist denn, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint? Was machen wir denn dann? Aber da haben wir 30 Jahre zu geforscht. Und die Antworten haben wir jetzt auf dem Tisch und auch schon lange auf dem Tisch. Wir brauchen sehr flexible Optionen drumherum, ja, die dann sehr schnell einspringen können, wenn der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint. Das kann man ja auch zum Teil prognostizieren, zum Teil aber auch nicht. Also brauche ich flexible Anlagen. Und die haben wir. Wir werden in Zukunft auch noch mehr dieser Anlagen bekommen. Und wir werden irgendwann uns aufmachen in eine Speicherwelt, wo ohnehin das Problem dann über flexible Speicher gelöst wird. Also dieser Vorwurf, der mitschwingt, ne, wir müssen uns verlassen auf Zappelstrom, auf fluktuierende Erneuerbare, ist nicht unser Problem. Ja, sondern wir müssen genügend Flexibilitäten in das System hineinbringen. Und dann haben wir Versorgungssicherheit wie im alten System auch. Jetzt weiß ich auch, warum Sie mit Ihrer Arbeit so erfolgreich sind. Sie gucken einen so eindringlich an. Ich bin ja schon überzeugt, Herr Lepprich. Ja? Der glühende Energiewendeblick, den Sie drauf haben, den müssen Sie bei mir gar nicht einwenden. Aber er wirkt. Ich bin schon noch mehr begeistert von der Energiewende als vorher, wenn ich Sie reden höre. Flexible Systeme heißt, wir brauchen sowas wie, klar, Stromspeicher können Batterie sein, wir reden von Power to Gas, wir können sogar in kleinem Ausmaß Wasserkraft ausbauen und die ungeliebte Biomasse ist nach wie vor ein Thema. Na, zunächst haben wir mal bestehende Kraftwerke. Es gibt ja niemanden, der sagt, die müssen wir jetzt im Jahre 2017 alle abschalten. Die haben sich auch schon flexibilisiert. Wenn Sie mal gucken, wie Kohlekraftwerke heute auch runterfahren können, hätte man das vor etlichen Jahren noch nicht für möglich gehalten. Wir haben Gaskraftwerke, die sehr flexibel sind. Wir haben die Kraft-Wärme-Kopplung, die dabei ist, sich zu flexibilisieren. Das heißt, alles muss im Grunde nach der Pfeife von Wind und Solar tanzen. Aber das kann man technisch. Und dann ist es so, wenn wir sagen, bestimmte Möglichkeiten sind noch zu teuer, Speicher. Und wenn uns auch nichts anderes einfällt, dann kann man das Problem immer noch mit Gasturbinen lösen. Die sind sehr preiswert, die kann man sehr schnell errichten
und sie lösen das Problem. Also insofern... Wie betreibe ich dann mit Biogas, bitte? Die würde ich in einer Welt mit 100% Erneuerbaren natürlich mit eher mit Power-to-Gas betreiben. Biogas haben wir nicht so große Vorräte, wie das notwendig wäre. Aber das ist erst dann sozusagen im letzten Stück. Wir kommen relativ lange noch aus in einer Welt erneuerbarer Energien, ja, mit der Gaswelt, also Gas-Kraft-Wärme-Kopplung und Gasturbinen, weil ein Kraftwerk, was 500 Stunden im Jahr läuft, ist jetzt für die CO2-Bilanz ja eine ganz andere Hausnummer als ein Braunkohlekraftwerk, was 7000 Stunden im Jahr läuft. Eine Frage, auf die ich mich schon lange freue im Interview mit Ihnen, ist, wir reden immer von Power to Gas, haben Sie auch schon gehört, Power to Gas, Power to Gas, Power to Gas. Die Argumente dafür sind da, die Technologie ist auch erforscht, aber sie kommt einfach nicht im nennenswerten größeren Umfang, wo wir tatsächlich Wind- und Sonnenstrom auch mal jahreszeitlich unabhängig speichern können. Warum kommt das einfach nicht? Es ist zu früh dafür. Wir müssen erstmal gucken, dass wir den Strom, den wir aus erneuerbaren Energien gewinnen, direkt nutzen. Und da gibt es noch viele Möglichkeiten, ja, den Kohlestrom weiter verdrängen. Und wenn das mal geschafft ist, kann man diesen Strom auch direkt nutzen in Elektromobilität, in elektrischen Wärmepumpen, ohne ihn umwandeln zu müssen. Weil bei Power to Gas brauchen Sie Faktor 2 bis 3 mehr Anlagen für das gleiche Produkt am Ende des Tages wegen der Umwandlungsverluste. Das heißt, die Direktive muss ganz klar sein, zunächst mal direkte Stromnutzung erneuerbarer Energien. Ja, und am Ende des Tages, wenn man alles damit gemacht hat, dann geht man in die Umwandlungskette. Und da wäre der erste Schritt erstmal Power to Heat, also den Überschussstrom, den man wirklich nicht mehr unterbringen kann, ja, in die Wärmespeicher rein. Zweiter Schritt wäre, wenn das ausgeschöpft ist, Umwandlung in Wasserstoff und Anreicherung des Erdgases damit. Und wenn auch das erschöpft ist, dann sind wir am Ende des Tages bei Power to Gas im Sinne von Methan. Und das ist aber noch ein weiter Weg und brauchen wir heute noch nicht. Wir müssen es heute erproben. Wir brauchen Pilotanlagen, Demonstrationsanlagen, müssen diese Technik reifen lassen, weil am Ende des Tages brauchen wir sie. Aber sie brennt uns heute im System noch nicht auf den Nägeln. Da wir gerade bei den Energiewende-Basics sind, den Begriff haben Sie auch schon seit 30 Jahren pausenlos erklärt. Ich will ihn ja trotzdem noch mal fragen, die sogenannte Winterlücke, saisonale Speicherung. Ist es wirklich so, dass eine Bundesrepublik Deutschland, die immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, dass wir tatsächlich saisonal Energie speichern können, um regenerativ über die Winterlücke zu kommen? Müssen wir ja zunächst mal nicht. Wir reden ja von den Dunkelflauten, wo mal maximal eine Woche oder auch zwei Wochen keinerlei Windstrom und Solarstrom im System haben. Ich sagte vorhin, das können wir überbrücken, wenn uns gar nichts anderes einfällt, mit einer Gasturbine. Die läuft dann einfach mal ein paar Stunden und puffert das. Ist für die CO2-Bilanz erstmal in der Summe nicht katastrophal. Am Ende des Tages, wenn wir die CO2-Emission auf Null fahren wollen, ist das nicht mehr die Lösung. Bis dahin müssen wir sicherlich mit dem Thema Power to Gas weitergekommen sein, um das dann dort auch ersetzen zu können. Aber zunächst mal können wir über längere Sicht auch noch die Probleme der Dunkelflaute damit lösen. Aber natürlich auch, und das ist nicht zu vernachlässigen, durch eine neue Flexibilisierung auf der Nachfrageseite. Es ist ja nicht so, dass die Verbraucher, auch die Industrieverbraucher und die Haushalte immer starr ihr Stromnachfrage haben, ohne Flexibilitäten zu haben. Das heißt, wenn ich mal eine solche Phase habe, wo ich sehr wenig Wind- und Solarstrom erzeugen kann, gibt es möglicherweise auf der Nachfrageseite durchaus Potenziale zu reduzieren. Und dann entschärft sich das Problem auch weiter. Das heißt, ich habe viele Möglichkeiten, mit dieser Dunkelflaute, mit dieser saisonalen Lücke bei Wind und PV umzugehen. Diskutieren wir die Energiewende in Deutschland nicht falsch? Wir diskutieren immer, ja, geht 100%. Bei Ihnen höre ich immer so, na, lass uns erstmal 80-90% Energiewende machen und dann schauen wir den Rest an. Und wenn zum Schluss noch ein paar Kraftwerke übrig bleibt, ist es so schlimm ja auch nicht. Also wir dürfen den Kompass nicht aus den Augen verlieren. Der Kompass ist 100%. Das muss das Ziel sein. Und ich darf heute keine Pfade beschreiten, wo ich am Ende des Tages immer nur bei 80% lande und keinerlei Ideen habe, wie ich hier auf 100% kommen kann. Aber der Weg bis 80% ist schon noch steinig genug.
Und da muss noch sehr viel an Anstrengung unternommen werden. Und ich finde, wir sind gut beraten, nicht sofort, jetzt im Jahre 2017, immer auf die letzten 20% zu starren, sondern zu gucken, dass wir auf diesem Pfad Richtung 80% deutlich weiterkommen. Und die Probleme, die damit verbunden sind, sind deutlich, deutlich geringer als das letzte Stück. Und beim letzten Stück muss noch sehr viel technologisch auch entwickelt werden. Dafür haben wir aber die Zeit, Gott sei Dank. Sie haben jetzt sehr viel von Klimaschutz auch schon gesprochen, auf dem Weg zu 100% erneuerbar. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir die Energiewende aber inzwischen sehr, sehr stark oder fast rein ökonomisch diskutieren. Gilt auch für viele Häuslebauer, die sagen, ich mache ja meine Anlage nicht aufs Dach, weil ich Klimaschutz machen will, sondern weil es sich rechnen soll. Diskutieren wir die Energiewende zu sehr ökonomisch oder sollten wir sie ökonomisch so diskutieren, weil erneuerbare Energie zu produzieren ist eigentlich inzwischen der günstigste Weg? Also zum einen habe ich nicht die Erfahrung gemacht, dass die Akteure alle mit spitzem Bleistift rechnen, sondern es ist auch sehr viel Wohlwollen noch da, in diese neue, diese moderne, diese saubere Welt aufzubrechen. Das kann auch mal ein bisschen mehr kosten. Zum Zweiten ist aber in der Tat so, wir müssen natürlich die Ökonomie im Auge behalten. Und der Hauptgrund für mich ist, dass wir in Deutschland natürlich ein tolles System entwickeln können. Wir haben die technischen Voraussetzungen, wir haben gute Ingenieure, wir können gut organisieren, wir haben auch das Geld, das zu machen. Aber wenn dieses System nicht von anderen Ländern als attraktiv empfunden wird und auch übernommen wird, und zwar gerne übernommen wird, dann ist das letztlich für das Weltklima nicht sonderlich relevant. Unser Anteil an CO2-Emissionen weltweit ist 2,3%. Das heißt, selbst wenn wir auf Null fahren, ist das für das Weltklima eher ohne Bedeutung. Das heißt, wir brauchen ein System, was auch ökonomisch Ausstrahlung hat, ja, was ökonomisch als bezahlbar wahrgenommen wird. Und auf diesem Wege sind wir ja auch, aber nur dann, ja, werden wir weltweit mit einem solchen System den Einfluss haben, den wir brauchen, um die Klimaschutzziele in den Griff zu bekommen. Wie weit ist denn die erneuerbare Energie wirklich ökonomisch? Wir haben sicherlich an bestimmten Standorten im Bereich Windenergie die absolut kostengünstigste Energiequelle, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Es gibt keine einzige Alternative, die kostengünstiger wäre. Bis auf, und das ist eine Entwicklung, die hat keiner für möglich gehalten, an ausgewählten Standorten die Photovoltaik. Wir haben mittlerweile Ausschreibungen in sehr sonnenreichen Ländern, wo wir bei Vollkosten landen, die man vor 5 Jahren noch gar nicht für möglich gehalten hätte, zum Teil unter 3 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, Wind und Photovoltaik liefern sich global ein Wettrennen um sozusagen die kostengünstigste Option der Stromerzeugung. Und da sind Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke lange abgehängt, die können da überhaupt nicht mithalten. Also ein Neubau eines Kohle- oder Gaskraftwerks produziert Energie immer teurer als Wind und Sonne? Es ist nicht ganz so einfach, weil man muss natürlich das System betrachten. Wir haben ja schon gesagt, Wind und Sonne sind halt nicht immer da. Wohingegen ein Atomkraftwerk kann immer produzieren. Das heißt, wenn wir systemisch rangehen und sagen, wir wollen auch eine solche Sicherheit haben, reden wir über Backup-Optionen, das können Speicher sein. Es können aber auch möglicherweise ergänzende Gaskraftwerke auf der Basis von Power-to-Gas sein. Und wenn man solche Einheiten nimmt, nähern wir uns mit dem regenerativen Plus der Speicherwelt wirklich der Wirtschaftlichkeit auch im Hinblick auf das System Kohlekraftwerk. Es gibt ja viele Argumente, die sagen, die Energiewende macht den Strom teuer, haben Sie seit vielen Jahrzehnten auch gehört, das Ganze kostet Geld. Es gibt eine Studie des Fraunhofer-Instituts zum Thema Energiewende, die aussagt, die Investition, die wir in die Energiewende reinstecken müssen, ist genauso hoch, die wir tätigen müssten, wenn wir den konventionellen Kraftwerkspark erneuern. Wenn man wissenschaftlich exakt rangeht an diese Frage, wie teuer ist die Energiewende, muss man Systeme vergleichen. Man muss das System vergleichen, was am Ende des Tages durch erneuerbare Energien bestimmt wird, mit einem System, was weiterhin auf der Basis von Kohlekraftwerken, Atomkraftwerken betrieben würde. Mit der gesamten Infrastruktur drumherum. Das wäre der saubere Vergleich, um über Kosten reden zu können. Und die mir bekannten Studien sagen alle, innerhalb der nächsten Jahrzehnte wird das System auf der Basis erneuerbarer Energien in der Summe über alle Kostenfaktoren kostengünstiger sein als das Alternativsystem. Und das ist der relevante Vergleich. Wenn ich ein neues Kohlekraftwerk baue,
Ich habe zum Beispiel so ein Beispiel mal gehabt, das war, wo war das, in der Nähe von Hamm oder so, wo die das gemacht haben. Die produzieren auch für 7 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, auch die Investition in ein Kohlekraftwerk ist sozusagen, wenn ich die Investition nehme, mittlerweile teurer als in Wind oder Sonne. Es ist richtig, wenn man sozusagen die Vollkosten eines Kohlekraftwerkes nimmt, kommt man heute in Bereiche, wo erneuerbare Energien als Vollkosten für die Anlage selber kostengünstiger sind. Aber ich muss natürlich wiederum auch da einen Systemvergleich machen, weil ich kann ja nicht sozusagen Kohlekraftwerk, was immer da wäre und einsatzfähig wäre, allein mit einer Photovoltaikanlage vergleichen. Ja, dann vergleiche ich Äpfel mit Birnen, also ich muss das Gesamtsystem vergleichen. Das ist in der Tat so, dass sich die beiden Systeme annähern, aber wenn ich dann einen CO2-Preis hätte, der diese Schäden, ja, die durch den die Klimakrise verursacht werden, auch wirklich vernünftig abbildet, dann wäre natürlich heute das System Photovoltaik plus Speicher, das System Windenergie plus Speicher schon deutlich kostengünstiger. Ist der Strompreis nicht in Wirklichkeit inzwischen egal? Der Strompreis an der Strombörse in Leipzig kostet der Kilowattstunde Strom 2 bis 3 Cent. Die eigentlichen Kosten fallen ja bei der Verteilung an im Netz. Das sind mehrere Faktoren. Also es ist in der Tat richtig, der Börsenpreis ist nur noch ein kleiner Teil des gesamten Endkundenpreises. Ein sehr großer Teil sind die Netze. Die sind ja auch kräftig ausgebaut worden, gerade auf der Verteilnetzebene. Es ist natürlich die EEG-Umlage, also finanziell erneuerbare Energien. Es sind noch ein paar andere Umlagen für die Kraft-Wärme-Kopplung, Haftung für Offshore-Windparks und so weiter. Das ist die Aufteilung. Da ist der Börsenpreis in der Tat ein geringerer Teil. Aber zu diesem Börsenpreis würde ja auch niemand irgendwie neu investieren in Kraftwerke. Weder in erneuerbare Energie noch in fossile oder nukleare Kraftwerke. Ja, also von daher, wenn man auch in dem fossilen Bereich heute neue Kraftwerke bauen wollte, braucht man immer einen zusätzlichen Finanzierungsmechanismus, sonst baut niemand. Kilowattstunde Durchleitung kostet 10, 11 Cent, finde ich viel zu teuer. So modern sind die Netze auch nicht. Nicht so viel. Das ist, ich habe jetzt die Landkarte nicht vor Augen, aber wir haben ein Spektrum von 5 bis 10 Cent bei Netzentgelten. Ja, und das hängt davon ab, wie ist der Investitionszyklus, habe ich relativ frisch und neu investiert und natürlich auch von der Anschlussdichte erneuerbarer Energien. Wenn ich im ländlichen Raum bin und habe jede Menge Photovoltaikanlagen am Netz, brauche ich ein stärkeres Netz, kostet Geld. Ja. Aber das ist, denke ich, über die Bundesnetzagentur schon auch von der Kostenseite her untersucht. Und das sind Kosten, die wirklich anfallen, die wir brauchen für das System. Thema Netzausbau, bestimmt auch ein Lieblingsthema von Ihnen. Wir reden ja immer davon, dass wir sagen, Energiewende ist dezentral, die Bürger machen ihre Energie selber und verbrauchen die auch selber. Brauchen wir bei der dezentralen Energiewende den großen Netzausbau? Es kommt darauf an, was Sie unter großem Netzausbau verstehen. Wir haben den Netzentwicklungsplan für 2030, wo es darum geht, 3 Gleichstromübertragungsleitungen in der Größenordnung von 9 Gigawatt zu bauen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in der Perspektive allein in Norddeutschland mindestens 50, 60, 70 Gigawatt Wind haben werden, zwar onshore und offshore, wenn wir davon ausgehen, dass sehr viel Industrie und gerade nicht im Norden sitzt, sondern in Nordrhein-Westfalen und im Süden, denke ich, wird man diese 9 Gigawatt immer gut gebrauchen können. Weil ich fände es fatal, wenn im Norden der Wind weht und im Süden werden noch Gaskraftwerke betrieben. Man muss natürlich gucken, wo ist die Akzeptanzgrenze erreicht. Ja, wir sprechen jetzt über 9 Gigawatt. Wenn wir weiter massiv zubauen, kann die Frage 2035 lauten, brauchen wir das nochmal? Und da wird es dann irgendwann von der Akzeptanz her, denke ich, schwierig. Und da wird man möglicherweise stärker dann auch auf dezentralere Lösungen setzen müssen, ja, um nicht noch mehr an Netzen zubauen zu müssen. Also muss auf jeden Fall daran arbeiten, dass man den Netzzubau beschränkt. Aber das, was jetzt auf dem Tisch ist, denke ich, brauchen wir alle mal und sollten wir auch machen. Ich habe vor einiger Zeit Professor Hirschhausen interviewt und der hat gesagt, die Netzausbaupläne im Moment sind ideal für Braunkohlekraftwerke. Es ist in der Tat so, dass der europäische Binnenmarkt vorgibt, in dem Moment, wo ich Anlagen vermarkten kann, nachweislich
Käufer für meinen Strom habe, habe ich das Recht auf Netzzugang. Bei Erneuerbaren habe ich das Recht durch den Vorrang der Erneuerbaren ohnehin. Und wenn jetzt Braunkohle in windreichen Zeiten sich trotzdem vermarkten können, weil sie relativ kostengünstiger den Strom produzieren können, weil sie sehr niedrige Brennstoffkosten haben, haben diese Kraftwerke ein Recht auf Netzzugang. Das ist eines sozusagen der konstituierenden Prinzipien des europäischen Binnenmarktes. Und das ist dann ärgerlich. Deswegen wäre auch mein Vorschlag, möglichst schnell die Braunkohle aus dem System zu nehmen, damit das nicht wieder auftaucht. Aber das wird nicht über die Netzfrage entschieden und das wird auch nicht über die Märkte entschieden. Weil die Märkte werden die Braunkohle nicht rausnehmen können. Das muss politisch entschieden werden. Wir haben letztes Jahr angefangen, mit 2700 Megawatt Braunkohlekraftwerke aus dem System zu nehmen. Das wird nicht reichen, man muss deutlich mehr rausnehmen, aber muss sie politisch gewollt rausnehmen. Oh, das ist mein Lieblingsthema, wir brauchen ein Kohleausstiegsgesetz. Wir werden Anfang nächsten Jahres eine Kohlekommission bekommen, okay. Egal wie die Bundesregierung dann aussieht. Und diese Kohlekommission wird natürlich den Auftrag haben, einen Kohleausstiegspfad zu entwickeln. Da wird Strukturwandel dabei sein, da werden Entschädigungen dabei sein für die Kraftwerksbetreiber, aber die Richtung wird völlig klar sein. Wir werden die Klimaschutzziele nur erreichen können, ja, wenn wir einen belastbaren Ausstiegspfad für die Kohle haben und da allem voran die Braunkohlekraftwerke, die ja mit knapp 7000 Nutzungsstunden immer noch deutlich, deutlich mehr CO2 produzieren als die Steinkohlekraftwerke. Die Bürger bauen sich jetzt Photovoltaikanlagen aufs Dach, Stromspeicher zu Hause im Keller, weil Eigenverbrauch ist ökonomisch mittlerweile gesetzt. Bei Filmvorführungen von Leben mit der Energiewende habe ich öfters Vertreter der Stadtwerke zu sitzen, die sagen, Stromspeicher sich zu Hause hinzustellen macht gar keinen Sinn. Gebt es lieber in das Stromnetz rein, um die Kohlekraft zu vertreiben. Und wir haben ein modernes Stromnetz, das ist sozusagen unser Stromspeicher. Auf der anderen Seite ist es so, vielleicht werden wir die Bürger mit den Stromspeichern irgendwann mit ihren kleinen Speichern auch im Regelenergiemarkt sehen. Wie ist denn Ihre Option und Ihre Meinung? Macht es Sinn, dass die Bürger sich selber eigene kleine Stromspeicher hinstellen? Wenn ich der volkswirtschaftliche Chefplaner des Energiesystems wäre und ich sehe, wie toll sich Photovoltaik und Wind ergänzen bundesweit und wie wenig Speicher ich dann noch zusätzlich brauche, würde ich sagen, also um Gottes Willen, ja, keine eigenen PV-Speicher in den Keller stellen. Das ist volkswirtschaftlich suboptimal. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Nachfrager, sind die Bürger selber, die sagen, ich will das aber und ich bezahle das auch. Und wer bin ich, der ich sagen könnte, nee, das macht keinen Sinn volkswirtschaftlich, ich mach das lieber nicht, weil wir haben ein tolles System. Letztlich ist es in der Freiheit der Bürger, das zu machen. Und ich selber glaube, dass viele dieser Bürger auch in Richtung Energiewende unterwegs sind, die Energiewende auch als solche mit einem großen Wohlwollen begleiten. Und die kann ich doch nicht ausbremsen. Ja, für die Bürger lohnt sich das natürlich, selber Energie zu produzieren, zu verbrauchen. Deshalb sehen wir die Speicher. Naja, also wir hatten schon mal das mit dem spitzen Bleistift. Ich glaube nicht, dass die Bürger heute mit dem spitzen Bleistift sich eine Anlage mit PV und Speicher so rechnen, dass sie sich eine goldene Nase verdienen. Das ist immer noch eine sehr knappe Sache. Der Gesetzgeber hat ja auch ein paar Dinge eingebaut, eine Beteiligung am EEG, was die Wirtschaftlichkeit noch ein bisschen schmälert. Jetzt macht man Mieterstrom, wo ich auch denke, das ist vernünftig, auch auf dieser Ebene Signale zu geben, dass die Bürger sich beteiligen. Weil am Ende des Tages wird die Energiewende von der Akzeptanz der Bürger leben müssen. Wenn die nicht da ist, wird es auch keine Energiewende in Deutschland geben oder wird nicht weitergehen. Also da sollte man diese Ansätze wirklich auch unterstützen, begleiten. Aber es ist in der Tat richtig, dass in einem größeren System mit einem überregionalen Ausgleich das Ganze kostengünstiger ist. Und von daher muss man schon überlegen, ob man diese Signale so radikal in die Richtung gibt. Jawohl, dezentraler PV-Speicher ist eine tolle Sache. Volkswirtschaftlich ist das nicht. Aber wenn der Bürger das will und sich dabei wohlfühlt, ist dagegen überhaupt nichts zu sagen. Aber es gibt auch da technische Entwicklungen, die man nicht vorhergesehen hat. Es kommen jetzt Gerätegenerationen, Hauskraftwerke, die plötzlich die Teilnahme von kleinen Stromspeichern, Hauskraftwerken im Keller am Regelenergiemarkt ermöglichen.
Das sind alles Entwicklungen, die sind mit großem Interesse zu betrachten. Das ist nämlich nicht nur PV, ist nicht nur Speicher, da kommt auch die Kraft-Wärme-Kopplung ins Spiel, also kleine dezentrale Anlagen, zunächst mal gespeist mit Erdgas, in der Perspektive mit anderen Gasen, chemischen Gasen gespeist. Das ist hochinteressant. Und diese kleinen Einheiten können nicht nur dazu beitragen, ja, sich zu vermarkten Regelenergiemärkten, das ist ein eher kleiner Markt, die können auch dazu beitragen, dem Netzbetreiber zu helfen, Netze zu entlasten. Sie können dazu beitragen, die Bilanzkreise auszugleichen, eine wichtige Aufgabe der Vertriebe. Also es gibt viele Möglichkeiten, über dezentrale optimierte Systeme für das System dienlich zu wirken. Und das sollte man in jedem Fall unterstützen. Ja, das sind coole Optionen, von denen man vor 5, 6 Jahren noch nie drüber nachgedacht hat. Genau, in dem Sinne ist Energiewende ein Entdeckungsverfahren. Wir wissen noch nicht, was sich technisch entwickelt. Wir wissen noch nicht, ja, wie die Systeme auch wirtschaftlich sich darstellen, ja, welche Rahmenbedingungen sich dafür entwickeln müssen. Das sind noch viele ungelöste Fragen und das ist auch das Spannende. Die Richtung ist klar, der Kompass ist klar. Ja, aber was im Einzelnen sich für Lösungen noch entwickeln, auch technisch, da werden wir noch Überraschungen erleben. Einen Punkt habe ich noch. Sie haben gerade von der Akzeptanz der Bürger gesprochen. Es gibt ja riesige Umfragen, die Bürger sind für die Energiewende und die wollen auch, und die Bürger sind auch für Klimaschutz und Umweltschutz sowieso. So, Sie sind ja gerade abgeordnet an eine Behörde, die unter anderem Umweltschutz und Klimaschutz machen soll. Wenn es denn dann wirklich mal hart auf hart kommt, dann sind die Bürger plötzlich nicht mehr so mit von der Partie. Also zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, für dreckige Dieselautos Fahrbeschränkungen im größeren Umfang in die Innenstädte zu bringen, dann merken Sie plötzlich, dass die Leute sagen, ach nee, mit meinen Dieselautos möchte ich trotzdem weiterfahren. Habe ich eine etwas andere Wahrnehmung. Ich merke, dass die Nachfrage nach Dieselautos drastisch zurückgeht. Ich merke, dass immer mehr Städte und dort auch Politiker, die ja auch gewählt werden wollen, verkünden, wir machen jetzt mal einen Stopp für Dieselfahrzeuge in Innenstädten in bestimmten Monaten. Also die Stimmung der Bevölkerung in dieser Richtung, die ist schon auch sehr stark unterwegs. Ich würde das nicht unterschätzen. Nun hat das wenig mit Klimaschutz zu tun, aber ich denke, dass viele Städte im Bereich Klimaschutz, also Sanierung von Gebäuden und öffentlichen Gebäuden beispielsweise, aber möglicherweise auch Zuschüsse für eigene Anlagen, dass das nach wie vor ein großes Thema ist. Also ohne die Kommunen, die beim Klimaschutz Zeichen setzen, die getragen werden von der großen Akzeptanz der Bürger, würden wir Energiewende auch nicht schaffen. Jetzt ein Thema als zum Abschluss. Da können Sie sich als Experte sicherlich ein Lätzchen umhängen, weil das ist eine Riesendiskussion. Wir reden ja immer, dass wir sagen, wir machen Energiewende, wir ersetzen Kohle, Atom, also fossil und dieses ganze Zeug ersetzen wir durch Wind, Sonne, Biomasse, Bioenergie. Und dann funktioniert das auch alles. Was den Bürgern und Bürgerinnen und der Wirtschaft aber nicht gesagt wird oder was kaum diskutiert wird und was viele auch nicht sagen wollen, zu sagen, wir müssen auch Energie einsparen. Wir machen nicht 1:1, sondern wir sind locker in der Lage, 30-40% Energie einzusparen und wir müssen auch versuchen, mit weniger Energie auszukommen. Für viele, gerade für die Hersteller, ist das ein Tabuthema, die den Leuten sagen, alles ist möglich, wir machen das alles so weiter, ihr müsst nur eins durch das andere ersetzen. Wie sehen Sie das? Das Thema Energieeffizienz ist ganz sicher das schwierigste Thema in der gesamten Energiewende-Diskussion. Es ist deswegen so schwierig, weil sehr viele Akteure sich hinstellen und sagen, wir wollen Energieeffizienz, aber es im Grunde nicht wollen. Weil wer hat denn Interesse an Energieeffizienz? Das sind die Bürger, die dadurch Kosten sparen, Energiekosten sparen. Und das sind bestimmte kleine Bereiche der Wirtschaft, die damit Geld verdienen. Aber das Gros der Wirtschaft, die Energieanbieter, haben wenig Interesse an diesem Thema. Das macht es so schwierig. Und wir haben ja über viele Jahre Ansätze erlebt, in Deutschland Effizienz voranzutreiben durch Aufklärung, durch Information, durch Qualifikation. Das ist alles auch wichtig, aber das reicht nicht. Also meine persönliche Überzeugung ist, wir brauchen deutlich mehr Ordnungsrecht im Bereich Effizienz. Da ist die Ökodesign-Richtlinie auf europäischer Ebene einfach ein Fanal, ein ganz wichtiges Instrument. Ja, die hat es geschafft, unsere Standby-Verbräuche einfach drastisch runterzubringen, weil das ist eine Vorschrift für die Hersteller, hat es geschafft, auch im Gerätebereich Entwicklungen anzustoßen, ist aber Ordnungsrecht. Ja, einfach eine Vorschrift. Das gleiche Energieeinsparverordnung im Gebäudebereich.
Ja, so wird gebaut. Fertig. Dieser Mut zu mehr Ordnungsrecht im Effizienzbereich, der fehlt in Deutschland. Und ich würde mir wünschen, ja, dass wenn jetzt die Klimaschutzziele nach Paris wieder stärker in den Fokus kommen, dass man da deutlich mehr Mut beweist. Und wie ist es mit Komfortverlust? Den will ja keiner den Bürgern zumuten. Das ist das Thema, früher Suffizienz genannt, heute Lebensstildiskussion. Das Problem ist, Sie können damit keine Wahlen gewinnen. Ja, wenn ich an die letzten Wahlkämpfe mich zurückerinnere und denke da an die Forderung, das Diktum der Grünen, wir müssen weniger Fleisch essen. Es gab einen Aufschrei in den Medien, Aufschrei bei anderen Parteien und schnell wurde das wieder zusammengefaltet, weil das hatte diesen Verzichtsethos, den man nicht will, wo man keine Wahlen mitgewinnen kann. Das ist ein Problem. Deswegen das Thema Suffizienz, Beschränkung, Änderung von Lebensstilen, Selbstgenügsamkeit ist einfach ein extrem schwieriges Thema für die Politik. Wie sehen Sie das denn? Sollten wir sagen, wir brauchen so etwas wie Suffizienz, wir müssen auch mal mit weniger auskommen, um die Energiewende zu schaffen? Oder sagen Sie, nein, nein, das können wir alles mit der Energiewende sicherstellen, da braucht ihr nichts anders machen? Nein, am Ende des Tages wird es ohne Änderung der Lebensstile nicht gehen, ist meine feste Überzeugung. Wir werden das Klimaproblem nicht rein technisch lösen können. Unser Lebensstil mit diesem sehr hohen Energieverbrauch und damit verbundenen hohen CO2-Emissionen wird so nicht gehen und wird auch nicht durch technische Lösungen eins zu eins ersetzt werden können. Das heißt, wir brauchen eine größere Selbstbeschränkung in sehr vielen Bereichen. Das fängt beim Fleischessen an, geht hin über die Flugreisen bis hin auch zu Automobilen. Aber das ist ein weiter Weg, das ist eine große Bildungsaufgabe und das von oben zu verordnen, wird wahrscheinlich immer scheitern. Das muss sich von unten als Einsicht entwickeln. Man kann ein gutes Leben auch haben, ohne dass man Unmengen Energie verbraucht. Und sollten Sie nach diesem Interview von der Energiewende und der Möglichkeit, dass es zu schaffen ist, nicht überzeugt sein, dann kann ich Ihnen nur noch Uwe Debrich persönlich nach Hause schicken. Ist keine Drohung. Vielen Dank, Herr Lepprich. Sehr gerne.